Hey Leute, was geht? Dave von iDesignisch hier. Heute mal ein kleines Special zu Ostern. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr ein Osterei machen könnt mit Rasen dazu. Es geht relativ schnell, zumindest habe ich das vor. Also als erstes macht ihr eine Kugel. Dann macht ihr Segmente, machen wir 100, sodass es rund ist. Dann gehen wir hier rauf, machen wir uns einen Stauchen. Ziehen die Stauchung hier runter, so dass es halt ein Unterobjekt wird. Gehen dann bei der Krümmung auf 0 und bei der Stärke auf ja, so ein bisschen einmäßiges 42, denke ich, ist okay. Dann können wir hier auf das rote, also auf das Pünktchen drücken, dass es rot wird. Dann machen wir uns mal eine Ebene. Also somit haben wir das Ei erstmal fertig und jetzt machen wir uns eine Ebene für den Rasen. Ziehen den mal so runter. Und machen den noch ein bisschen größer. Ja, ziehen mal hier einfach nochmal hier. So dass wir es dann schön gefüllt haben. Ja, ich. Ja, okay, jetzt ziehen wir noch ein bisschen. Okay, ich denke, so sollte es in Ordnung sein. Dann führen wir uns die Ebene an. Dann gehen wir auf Simulieren. Auf Her. Her erzeugen. So, jetzt haben wir so Haare. Wenn wir das jetzt mal rendern, sehen wir sowas hier. Allerdings sieht das noch nicht so toll aus. Daher machen wir das mal ein bisschen anders. Als erstes mal die Ebene können wir deaktivieren. Hier mit den zwei Bubbeln und hier unten auch. Da wird nicht gerendert und es wird auch nicht angezeigt. Dann machen wir bei Her. Drehen wir mal die Anzahl mal richtig auf. Heißt, machen wir mal 10.000. Ne? Warum macht er das nicht? Achso, das sind die Wurzeln. Gut, dann gehen wir hier. Wo hatten wir das? Gut, erstmal machen wir die Dynamik. Gehen wir bei der Dynamik mal auf Star, weil ansonsten fällt das alles so in sich zusammen. Dann gehen wir unter Haare, haben wir jetzt. Bei der Anzahl machen wir mal 10. 1, 2, 3, 10.000. Und dann machen wir hier bei der Länge, wie lang die halt sind, nehmen wir mal, gucken wir mal, 30, ob das okay ist. Dann rendern wir das mal kurz. Und es sieht auch schon mal ganz gut aus. Machen wir eventuell mal ein bisschen länger. Machen wir mal 40 draus. Jetzt wählen wir uns die Textur der Haare an. Machen die Haare mal grasmäßig, das heißt von einem dunkelgrün, das ist die Wurzel, geht dann in ein helles Grün über. Ja, gucken wir mal. Dann machen wir Glanzlicht mal auf 30, sodass es halt ein bisschen realistischer sieht. Dann machen wir noch Kräusel rein. Und wir machen auch noch Biegen rein. Und jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Oh ja, und sieht auch schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir, ja, ich sehe gerade, wenn wir es mal rendern, sieht es noch zu frisch aus, das heißt zu gelb, wie man so schön sagt. Deswegen gehen wir meine Farbe mal, machen wir mal ein anderes Grün, ja, ein saftiges. Ja, so lassen wir es erstmal. Dann erstellen wir uns mal ganz kurz ein Lightroom. Heißt, wir gehen hier auf die Splines, Linear, gehen auf die Ansicht, Seitenansicht, Perspektive.
Jetzt müssen wir mal gucken, welche Seite wir haben. Ja. Also nehmen wir hier hinten. Dann so und dann ungefähr so. Dann Rechtsklick, Punkte hinzufügen. Punkt setzen und Punkt setzen. Und no. Dann Splendorberg anwählen von Typ von Lenal auf B-Spline. B-Spline. Da haben wir so nur Biege drin. Das süße Ding kopieren wir uns mal. Gehen wir hier auf den allgemeinen Editor, weil ihr seid gerade im Punktmanager und das wäre, dann könnt ihr die Punkte bewegen. Deswegen gehen wir hier oben hin. Damit könnt ihr alles bewegen. Und dann werden wir das Ding mal an die eine Seite tun. Dann STGC, STGV drücken, nur einmal. Und dann werden wir das auf die andere Seite schieben. Jetzt nehmen wir uns ein Loftnerb, packen die beiden Splines da rein. Jetzt haben wir sowas hier. Und das machen wir dann nochmal weiß. Nehmen wir mal ja weiß. Spiegelung, 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 Spiegelung. Ein Fresnel weiß und dunkel. Dann gehen wir auf die Helligkeit, machen wir mal, da es ein Boden hier ist. 10. Und hier auch 10. Den klatschen wir rauf und ziehen das Ding hier so hin. So dölö. Sehe grad. Gucken wir mal, so dass wir wollen ja nicht unbedingt Ränder leer haben. Zoomen wir mal rein. Jetzt rendern wir mal kurz. Und okay, gut. Dann haben wir gerade entschlossen, nehmen wir die Ebene wieder rein. Heißt wieder drauf auf eine Bubble. Dann können wir die mal eine Textur geben. Und zwar nehmen wir mal einen Braun, so einfach nur als Erde. Ihr könnt ja jetzt noch ein bisschen mit rumspielen. Allerdings denke ich mal, sollte das für den Moment genügen. Glanzlicht machen wir mal raus. Und gucken wir mal. Ja, okay, so sieht doch schon mal, ist doch schon mal okay. Eventuelles Ei werden wir jetzt noch ein bisschen skalieren. Und können wir es auch ein bisschen mehr in den Boden reinstecken, weil wenn wir es rendern, ist es halt egal, weil es halt Rasen. Eventuell machen wir noch ein bisschen mehr Haare rein. Zwar Haare, ich weiß nicht, wie viel er macht. Gucken wir mal. Könnte jetzt immer ein bisschen dauern. Ja, okay, das könnte ein bisschen zu viel sein. Ist aber eigentlich okay so. Aber auf jeden Fall könnt ihr mal rumspielen. Also das heißt, okay, ich mache jetzt mal nicht 10.000, dann machen wir mal 50. 1, 2, 3 draus. Allerdings brauchen wir noch ein Lichtchen. Und zwar nehmen wir uns einfach mal eine Platte. Ebene packen wir die hoch. Oh, ist schon 10 Minuten vergangen. Na gut. Dann nehmen wir uns eine Textur. Die Textur machen wir, Farbe raus, Leuchten an, Glanzlicht aus und Ruf da. Dann kopieren wir uns die Ebene, also mit dem Kloner, Mograph, Klon, Kloner, eine Ebene in den Kloner ziehen. Modus auf Gitter stellen. Da haben wir jetzt, machen wir die 3 auf 0, weil wir nur eine Ebene haben. Und dann können wir das jetzt mal die Größe verschieben.
die was haben wollen. Und dann, ne? Oh, upsala. 3. Und dann hier die Größe verschieben. Und da ziehen wir dann hoch. Na, ziehen wir hoch. Und dann scrollen wir rein und wir gucken mal, wie es ausschaut. Jo, sieht doch schon mal gut aus. Jetzt wollen wir den Ei nochmal eine Textur geben. Das heißt, ihr könnt jetzt mal googeln nach irgendeinem Bild. Ihr könnt es auch einfach mal Farbe, sagen wir mal rot. Ja, blau, rotes Ei. Machen wir mal eher ein blaues Ei. Dann, ich weiß, im realen Leben ist es zwar keine Spiegelung drin, allerdings sieht es mit Spiegelung immer toller aus. Halt, machen wir mal Spiegelung mit 40. Dann, ja, lassen wir es, denke ich mal, so. Dann klatschen wir das Ei hier drauf. Und jetzt könnt ihr denken, wie das aussieht. Das rendert es jetzt gerade mal nicht. Drücken wir erst, kopieren wir uns das mit Steuerung C, Steuerung V. Na, jetzt habe ich die Ebene kopiert. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen nämlich das Ei haben. Das Ei haben wir hier bei der Kugel. STG C, STG V. Dann können wir das mal auch mal drehen. Na, drehen. So, das ist halt irgendwie. Ja, so ist. Dann wollen wir den Vieh eine andere Textur geben. Jetzt mal duplizieren wir uns das Blau. Nehmen wir anstatt Blau, wie gesagt, ihr könnt jetzt mal im Internet suchen nach irgendeiner Textur. Gebt mal ein Osterei-Textur auf Google Bilder und dann könnt ihr euch da was runterladen. Jetzt mal auf Bild laden. Hab jetzt hier was schon auf dem Desktop mal gespeichert. Und zwar, wo haben wir das? Habe ich das Video gelöscht? Ich hoffe nein. Scheiße, sieht so aus, als ob ich das gelöscht habe. Nee, doch, da haben wir Happy Easter. Jo. So. Jetzt rendern wir es mal kurz. Ja. Oh, ich muss den natürlich noch draufhauen. Jetzt aber rendern. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Ja, ich glaube, ich habe die Spiegelung ein bisschen zu krass. Okay, die Spiegelung ist jetzt ein bisschen zu hoch. Dann packen wir die Spiegelung eventuell auch mal raus. Oder zumindest. Quatsch. Spiegelung, sorry, ich habe die Farbe gewechselt. Spiegelung machen wir mal auf 20. Und hier packen wir auch mal auf 20. Oder ihr wollt halt ein Plastik einmachen, dann geht das natürlich auch. Und jetzt rendern wir es mal. Dauert ein Weilchen. Okay, ist immer noch ein bisschen zu krass. Eventuell machen wir die doch mal raus. Wie schaut es denn dann aus? Weil als ich das erste Mal jetzt mal kurz gemacht habe, wie das ganze Endprodukt aussieht, hatte ich eigentlich gedacht, eine Spiegelung wäre ganz gut. Naja gut, so sieht es auch gut aus. Auf jeden Fall, so ist das System. Und ja, so ist es eigentlich. Geht eigentlich relativ einfach. Und das war es auch schon. Das könnt ihr das halt nochmal duplizieren und dann nochmal irgendwie andere Viecher, andere Eier da hinlegen und so weiter. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Und sorry, war ein bisschen länger als erwartet. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem daraus lernen und es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch nicht Abonnent seid, dann könnt ihr doch gerne mal abonnieren. Und ansonsten gebt mir einen Daumen hoch und ich sag mal bis dann. Haut rein. Ciao.